Okay. So. Warum ich gerade reinkomme? Ich glaube, der Vulkan bricht aus. Ich würde das für Aschesturm halten. Wir werden mal eine kleine Flugtour starten. Ich habe gerade so gedacht, es wird richtig dunkel. Mensch, was ist denn da los in dem Kaff? Irgendwas stimmt doch da. Oh, da steht sogar. Windstorm. Ach, ist es einfach nur generell? Gibt es hier einfach einen Sturm auf der Karte? Hat es mit dem Vulkan gar nichts zu tun? Ist es einfach ein Sturm? Das heißt, man müsste wahrscheinlich jetzt aufpassen, wenn man fliegt. Das kann sein, dass es schief geht. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das interessiert mich nämlich jetzt schon. Aber der trägt Asche hier rüber. Ja gut, vom Vulkan halt, ne? Schaffst du das zu fliegen oder ist das nix? Na doch, du schaffst es schon. Nee, aber das kommt nicht vom Vulkan, das kommt von der See. Oder? Bin ich jetzt doof? Boah, man sieht halt nichts, ne? Weil der Vulkan ist ja eigentlich... Nee, tatsächlich scheint es einfach lose Teile zu sein. Aber er hält sich. Er hält sich in der Luft, würde ich behaupten. Sturm. Ist das jetzt irgendwie sonst wie gefährlich? Wir müssen sowieso mal gucken, dass wir mal eine Tour machen über die Insel. Weil es gibt so geile Stellen hier. Sorry. Entschuldigung. Sturm. Cool. Hier gibt es also komplett anderes Wetter als auf die Island. Muss ich aber sagen, gefällt mir schon gut. Ja. Also gefällt mir echt gut. Mal reingucken. Da ist nur Schrott drin. Es stürmt. Ist wahrscheinlich gefährlich bei der Kälte noch zusätzlich, aber hier ist es einfach nur, hier fliegen lose Teile. Ja, das ist gar nicht mal unbedingt. Boah, man sieht aber halt nichts, ne? Boah, hui. Da ging es aber jetzt gerade scheiße, oder? Wie war das? Passt schon. Naja, gut. Nee, aber das ist tatsächlich einfach nur ein Sturm. Boah, man sieht nichts. Das ist die Schwierigkeit. Das ist, man sieht so beschissen dabei. Ja. Wo geht's denn jetzt lang? Wo ist mein Zuhause? Ah. Okay. Da ist mein Zuhause. Ich hab's gerade gesehen. Ja, es ist tatsächlich, es ist blöd. Blödes Wetter. Man sieht's sehr schlecht. Das ist cool. Das ist echt cool. Huch. Das ist echt einfach nur ein Sturm. Cool. Komplett andere Gegebenheiten als auf der Standardkarte. Wir machen trotzdem gleich mal eine Tour. Eine Flugtour. Möchten wir jetzt mal kurz gucken. Boah, es ist so dunkel hier drin, ey. Wahnsinn. 5000 Schießpulver mal dabei. Kann man mitnehmen. Hier warten wir noch, bis es fertig ist. Boah, man sieht nichts. Man hört es aber. Ist pfeift. Cool. Echt, gefällt mir gut. Gefällt mir voll gut. Ja, hier ist geschützt, aber kaum halt. Also, hier steht man hier am Fenster, kriegt man die volle Breitseite. Hier geht's. Ja, also, wenn man hier so steht. Nee. Aber hier im Eck. Ja, gut, man hört's halt. Aber ansonsten, also gerade eben hier habe ich nichts gehört. Ja, das musste sich wahrscheinlich erst wieder aktualisieren. Es stürmt. Na gut. Wir haben ja kein Schießpulver drin, wa? Nö. Krass. So dunkel ist es hier unten, also ohne Licht ist es zappenduster. Obwohl es helllichter Tag ist, ne? Und ich habe Fenster offen. Was ist das jetzt? Wieso ist es jetzt grün? Ach, grün ist, dass es okay ist. Jetzt bin ich dem voll ausgesetzt. Oh, meine Viecher aber auch. Tut es denen was? Nee, oder? Nö. Ist ja wahrscheinlich unangenehm. Ja, tut mir leid. Guck mich nicht so an, ich kann auch nichts dazu. Bin kein Wettergott. Der Kano, der guckt immer irgendwie, ich weiß auch nicht, der guckt komisch. Du bist ein komisches Tier, weißt du das? Ist einfach nur Sturm. Ich hoffe, das hört auf, ey. Wobei so ein Sturm wahrscheinlich länger dauert. Als nur ein bisschen Regen. Regen ist ja immer nur eine Sache von ein paar Minuten.
hier in-game. Aber Sturm ist wahrscheinlich was anderes. Schade. Na gut, so, jetzt müssen wir mal gucken. Gibt es hier noch was Sinnvolles weiterzumachen? Wenn nicht, wenn wir den Ofen ausschalten. Kann man ausschalten. Das werden wir nicht alles auf einmal mitnehmen können, oder? Wie viel Gewicht habe ich gerade? Ah doch, es könnte gehen. Ja, es geht. Mein Gott, Wind, halt doch mal die Fresse. Du bist ja schlimm. Machen wir hier ein bisschen was rein von dem Metall. Da haben wir eh noch ganz gut drin, sehe ich gerade. Hä, ist das eine andere? Ach, weil das verschiedene... Das eine war ja die große Schmelze, die Steampunk, und das andere sind die drei kleinen. Deswegen sind das sind unterschiedliche, ja klar. Habe ich jetzt verstanden. Ey, das ist ja unangenehm. Also hier hört man es praktisch, aber es passiert nichts. Ah, ich nehme aber an, wenn du jetzt ein kleines Strohding hast, hättest du ein Problem. Weil das könnte kaputt gehen, ne? Nehme ich an. Aber man sieht es ansonsten leider nicht, man hört es. Aber die Bäume reagieren nicht, das ist halt schade. Also das ist in der Engine nicht drin, dass irgendwie vielleicht der Baum reagiert. Oh, Blue hat erstmal ein Set. Alle durchgedreht. Wie war das bei Onkel Ben? Was hat er gesagt? Irgendwas Kleines kommt in die Ecke und die Viecher rufen den dritten Weltkrieg aus. Wahnsinn. Peter, du kannst dich auch wieder beruhigen. Wo ist denn Petra hin? Ach, die ist bis ans Eck geflogen, dumme Kuh. Ja, also das hat er erwähnt. Na, die rufen halt echt den dritten Weltkrieg aus. Das ist Wahnsinn mit den Tieren, ehrlich. Naja, okay. Also Sturm, das gefällt mir. Das finde ich cool. Aber bringt mich jetzt gerade nicht weiter. Ich brauche... Ah, ist vorbei. Ist doch nur kurz, aber ist cool. Ist mal was völlig anderes. Als nur immer Regen und Wärme oder was. Das ist geil. Ja, wie gesagt, und dass der Vulkan ausbricht, weiß ich von einem Arbeitskollegen. Na gut. Metall. Nehmen wir uns ein bisschen Metall mit. Muss man ein paar Dingsbums herstellen. Ein paar Crafting-Stationen. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen Obsidian mitnehmen. Wenn ich... Oh, das wird aber auch gleich zu viel. So. Moment. Mal kurz warten hier auf mein Zeug und dann... Ja, genau. Ja. blöd, Mann. Dumme Witze sind immer wieder witzig. Immer wieder was Schönes. So, okay, her damit. Können wir auch gleich noch gebrauchen oben. Ach, jetzt weiß ich, wo ich was rein hätte tun müssen. Ich Idiot. Warte mal, das machen wir gleich. S plus Crafting Station. Und zwar... zack. Brauche ich ja noch viel, viel mehr. Von den Fundamenten. Und dann werden wir da ein bisschen stapeln, ein bisschen Treppe bauen und dann werden wir weiter sehen, ne? So, rein da. Geht das auch nicht? Waren das auch andere, die ich da rein habe? Och nö, das ist ja tierisch nervig jetzt. Naja, gut. Metall. Fundamente. Ich dürfte 72 machen, wir machen mal 30 Stück. Okay, ausführen. So. Dann wollen wir bitte herstellen jetzt... Bam, 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 bam. Da. Das Ding. Steampunk. So, dann würde ich gerne herstellen die Super Smithy. Die hat nämlich auch geile Türme dabei. Gut, dafür brauche ich aber noch Holz. Kriege ich hin. Dann würde ich gerne Behemoth Wall. Ist durchaus interessant, ja. Aber kann ich vergessen, mir davon viele herzustellen. Nicht mal eine zweite kriege ich hin. Weil, ach so, weil ich kein Polymer mehr dabei habe. Nur das hätte ich ja sogar. Okay.
viel zu beladen, ey. Krass. Krasser Scheiß. Gut, das kommt dann in die Base. Die ganzen Dinger müssen wir raus tun eigentlich. Ja. Was habe ich denn hier überhaupt dabei für eine? Oh, eine überragende sogar mit 250. Hab ich die habe ich selbst hergestellt, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Super Smithy war. Ja, ich weiß wieder, was es war. Holz. Mir fehlt Holz. Ich brauche unbedingt ein Holzviech, ein Mammut. Aber für ein Mammut brauche ich, glaube ich, noch irgendwas anderes, was ich nicht habe. Da unten geht die Post ab. Ich gehe da mal runter, weil ich würde gerne den Skorpion erlegen. Sabertooth habe ich eh noch nichts dafür, für das Viech. Ach, ihr macht gerade den Skorpion fertig, aber ihr lasst ihn ja in Ruhe. Ich kann ihn zerlegen und auseinandernehmen, oder? Ja. Hier haben wir einmal, gibt Chitin. Danke, bitte her damit. Ach, die Kentros. Oh, fuck. Hier geht mir auf den Keks. Oh, der war sogar 208. Oh, hier geht mir jetzt gerade echt zu sehr auf den Keks. Ich wollte eigentlich den Skorpion haben. Mein Gott, ey. Ihr seid vielleicht nervig. Habe ich den jetzt überhaupt erwischt? Nee. Weil ihr habt mich die ganze Zeit erwischt. Ihr Mistviecher. Die Viecher sind im Prinzip ein lebender Abwehrzaun. Mehr können die nicht. Die können auch nichts. Die sind einfach nur ein lebender Abwehrzaun. Tierisch nervig. Also als Gegner. Habe ich nicht daran gedacht, dass das Kentros waren. Sonst hätte ich sie kurz weiterziehen lassen. Scheiße. Naja. Jetzt ist natürlich alles kaputt. Jetzt kann ich erstmal meine Rüstung reparieren. Jetzt laufe ich wahrscheinlich gerade nackt rum, ne? Ja, klar. Sexy Erschler. Ach, ich kann nicht. Ach, in der Außenansicht kann ich mich nicht drehen mit der Maut. Das ist ja auch interessant. Naja. Also. Das heißt, erstmal alles reparieren. Ach, so ein Blödsinn. Du nerviges Mistvieh, du nerviges. Kentro. Kentro Blödmann. Oder so. So. Reparieren. Naja, das kostet ja alles nicht so viel. Das geht schon. Du hast gekackt. Hm? Ja. Mitten in die Butze. Ja, komm, heben wir es auf. Also eigentlich weiß ich das schon seit 36 Jahren, dass man nicht in die Bude scheißt. Na okay, vielleicht seit 35 Jahren. So. Anziehen, Mädel. Ach, ich sollte mir mal die Haare schneiden, Mensch. Habe ich die Schere dabei? Ja. Ach, die muss ich ausrüsten, genau. So war das, glaube ich. Jetzt kann ich, genau. Aktuelle Frisur Standard. Machen wir jetzt mal was anderes. Was ist denn romantisch? Ja, lose halt, ne? Lose fliegend. Also Bart ganz bestimmt nicht. Weil ich bin ja du doch eine Frau. Aber ich glaube, ich könnte mir als Frau auch keinen Bart verpassen. Sag mal, dein Mädel. Deine Augenbrauen sind auch viel zu hammerhart, ey. Bisschen Pflege wäre schon mal nicht schlecht, oder? Zöpfe? Sind das schöne Zöpfe oder beschissene? Ach so, Dreadlocks. Nee. Ne, es sind keine Dread, es sind Raster, aber trotzdem ist es nicht unbedingt das, was ich brauche. Wo ist der Rest? Ist das alles? Haarlänge? Ja, doch schon lang. Ja, mach romantisch. Okay. Hä? Ach, jetzt. Beim nächsten Mal erst. Ah, jetzt ist erstmal gar nichts da. Sag mal, hast du gerade. Ein Scheißfleck an der Hose oder
Oh Mann. Ich will lieber nicht mehr wissen, glaube ich. Okay, also ich habe zwar jetzt eine Frisur, aber die gilt halt wahrscheinlich erst, wenn die Haare auch wieder wachsen. Na gut. Dann ist es so. Jetzt will ich das Haar ausrüsten. Na, ganz bestimmt will ich das Haar ausrüsten. Sollst du die wegtun, danke. So, rauf da. Jetzt nehmen wir das Zeug. Oh ja, jetzt wird es schön wieder. Jetzt wird es wieder schön, jetzt wird es wieder hell. Ja, Sturm. Cool, gefällt mir. Wir gehen jetzt gleich noch ein bisschen die Karte erkunden, weil ich muss euch das echt zeigen, wie geil das aussieht. Also ich finde die Karte super. Also auch was verschiedene Gegenden oder wie die heißen und so, ne? Das machen wir jetzt noch. Viel passiert nicht. Bisschen weiterbauen können wir. So, Petra, warum bist du so weit weg? Hä? Was soll der Blödsinn? Oh, du hast sogar einen Levelaufstieg. Hast du was erwischt oder was? Naja, gut. Warum denn nicht? Halt, wir müssen hier rüber, ne? Ja. Ach, jetzt habe ich die Treppe nicht mitgenommen. Naja, muss ich springen. Muss dann aber bei Gelegenheit meine Treppe mitnehmen und bauen, weil ich möchte da schon gemütlich wieder rauf dann, ne? Hier muss also Treppe hin. So, hier unten soll die Begrenzung sein. Ja, hier ist das letzte Stück. Hier muss eine Treppe ran. Oder eine Rampe und hier dann eine Treppe. Vielleicht sogar eine Rampe. Das ist ja eigentlich der Base-Zugang. Hier irgendwo kommen dann die ersten Dinos schon hin. Ja, doch, würde ich sogar so machen. Ja, ich muss es ja snappen lassen. Ja, dann müssen wir das so machen. Dann müssen da Rampen hin oder irgend sowas. Boah, es geht. Ich komme aber gerade so. Ne, ich komme da gar nicht rauf. Es geht nicht. Also ich brauche definitiv Rampen oder Treppen. Oder beides. Aber so wird es nichts. Ne, ich brauche nicht das Scharfschützengewehr, danke. Dieses war der erste Streich. Genau. Und dann haben wir hier nämlich. Ich brauche auch nicht das Schwert. Dann haben wir hier eine Abmessung, wo wir hinkommen. Das ist doch schön. Das ist doch genau sowas, was ich will. So. Und hier oben würden. Ja, aber eigentlich eher auf der Höhe würden die Tiere leben. Ein paar. Vielleicht ein paar riesige auch irgendwo weiter unten. Muss ich mir echt nur überlegen, wie ich das am besten mache. Hallo? So. Also im Endeffekt, ja gut. Den Grundstein muss ich sowieso erstmal so legen. Also machen wir hier mal was hin. Hier ist der Weg. Dieser Weg. Nee, du brauchst jetzt nicht irgendwas drehen. Du sollst es hinstellen, danke. So. Ja, machen wir da den Weg hin. Und da außen rum kommen jetzt die ganzen Foundations. So. Und da müssen wir natürlich ein, zwei weiter hoch. Ja, der Turm soll eigentlich fast sogar das Höhere sein. Aber ich muss den Schnee überbrücken. Also ist der Turm einfach ein Überrest in meiner Base. Und von da gehen wir noch ein Stück weiter rauf. Ja, da gehen wir ein gutes Stück weiter rauf. Tatsächlich. Oh, ich habe nichts mehr. Oh, schade. Na gut. Ich kann überlegen. Macht das überhaupt Sinn? Ja, hier ist eine Treppe. Da ist ein Weg. Ja, den Weg würde ich schon gern erhalten. Was ist denn das hier? Ein toter Kano. Wer hat denn den gelegt? Also ich weiß nicht. S Plus kann ich ja wieder abreißen. Oder abbauen. Ich bin überlegen, ob das nicht sinnvoller ist. Den Turm zu lassen.
Und das Haus lieber hier irgendwo reinzubauen. Der Turm hat nämlich einen Aussichtspunkt, soweit ich weiß. Da kommt man rauf, war das nicht so? Hatte der nicht eine Treppe? Ich war. Hoppala, kein Unsinn machen. Ich war der Meinung. Man kam da rauf. Bin ich jetzt doof? Kam man da nicht rauf? Ach, hat es wehgetan oder was? Ach, Mädel. Na? Spiel, spack bitte nicht ab, danke. Irgendwo fliegt da was, entweder in dem Felsen oder direkt unter mir. Sehr cool. Nee, also da kommt man so nicht rauf. Aber ich könnte ja Wendeltreppen außen ran bauen. Ich kann ja eine Treppe außen ran bauen. Ich kann das ja rotzfrech mit einbeziehen. Aber ich würde tatsächlich doch. Wir machen das so. Also bauen wir das wieder ab. Sorry. Wenn es mal wieder länger dauert. Aber es gefällt mir einfach nicht. Und so ein bisschen gefallen muss es mir ja schon. Ich meine, an sich die Optik von dem Steampunk und so finde ich alles cool. Wenn ich dann das oben drauf das Steampunk mache. Aber ich möchte trotzdem. Ich glaube, nur Steampunk kann ich nicht stacken. Und eben die S Plus kann ich stacken. Das ist einfach der Vorteil. Deswegen muss ich die hier so nehmen. Erstmal die hier, die S Plus. Und dann da drauf kommt dann Steampunk als Space. So, das heißt, ich fange hier unten an. Hier so. Ja, genau. So. Ja. Ja, genau, mit Blick übers. Das ist ziemlich geil. Ja, ja. So. Dann gehst du jetzt so weit wie möglich da runter. Du kannst es da hinstellen, danke. So, ich glaube, jetzt habe ich auch nichts mehr. Doch, einen noch. Jetzt keinen mehr. Jawohl, wieder. Jetzt habe ich wenigstens in die freie Natur geschissen. Das macht ja nichts. Gut, genau. Und das bauen wir jetzt hier rauf. Und dann bauen wir so auf der Höhe, wo sich die zwei treffen, so bauen wir dann unser Haus hin. Also ich baue mein Haus dahin. Alles außenrum, bis da, wo ich eben den Grundstein gelegt habe, in der letzten Folge ja schon, wird Unterbringung für Tiere und so weiter. Oh, Raptoren. Wird Unterbringung für Tiere und so Scherze. So, jetzt gehen wir mal kurz. Und zwar will ich mal ein bisschen was zeigen, was ich so entdeckt habe, was cool ist. Also, das ist jetzt gerade Wildnis. So, immer wenn Wildnis dasteht, ist es nicht benannt. Na? Das haben wir auch auf der Originalkarte. Es gibt ein paar Dinge, die sind nicht benannt, die heißen Wildnis. Ist nicht so sinnvoll, aber okay. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier hingehen, wo ich wohne im Moment, ich glaube, das hat einen Namen. Upper Hidana, genau. Und dann gibt es nämlich hier auch, entweder heißt das hier Hidana oder... Nee, das ist Vegus Chasm, was auch immer das sein soll. Die Ölpumpe funktioniert übrigens, allerdings hat diese Quelle ja eine Haltbarkeit. Ich überlege die ganze Zeit, ob die Quelle irgendwann versiegt. Ob es dann kein Öl mehr gibt. Könnte ich mir vorstellen. Würde es Sinn machen, aber man sieht die Ölquelle gar nicht von... Ah, jetzt sieht man sie. Die Pumpe, sie arbeitet noch. Na, da pumpt es vor sich hin. Aber ich denke, die Ölquelle wird irgendwann versiegen. Ich habe jetzt übrigens auch in der Wüste Öl gefunden. Ich war nur einfach an der falschen Stelle. So. Das war jetzt also... So, das hier ist Vegurs Chasm. Gehen wir mal ein Stück weiter. Das ist so cool. Also, wie die halt alle so heißen und was. Ne? Na komm. Sacred Bluff. Also der gesegnete Bluff oder der gesegnete... Die gesegnete List oder keine Ahnung, also total cool. Hier unten, wo der Sumpf ist, mal gucken, wie das heißt. Das ist doch der Sumpf hier, oder? Nee. Nee. Warte mal. Doch. Doch. Wie heißt denn das? Slopes. Lowlands. Ivory Crack. Ivory ist ein Baum nochmal. Welcher Baum ist Ivory? Esche? Ich will irgendwas, die Ivory ist.
Swamp of the Damned, da steht sogar, das ist ein Sumpf. Der Sumpf der Verdammten, der Verfluchten. Ist das der einzige oder der zweite Sumpf? Vielleicht gibt es sogar noch einen Sumpf. Also da ist auf jeden Fall definitiv, dass das ein Sumpf ist, ne? Ja, Northern Swamp, es gibt mehrere Bereiche des Sumpfs einfach. Das ist der Northern Swamp, Swamp, besser gesagt, nicht Swamp, Penner. Northern Swamp, weiter geht's. Hier geile Überreste, Ruinen. Moos. Das ist cool. Ist das cool einfach? Zack. Nein, da drüben ist das andere davon. Das ist einfach, also mir gefällt es. So, was haben wir noch? Weiter geht's. Northern Swamp. Dann geht's eben weiter. Swamp of the Damned, ja, den hatten wir schon. Dann geht's weiter. Da müssten wir gleich aus dem Sumpf eigentlich raus sein. Das ist auf jeden Fall arschcool mit den ganzen Namen und mit dem ganzen Zeug, wie das alles heißt. Ah, Dark Waters, aha. Das sind dann auch so Untiefen hier noch, bevor es ganz rausgeht. Ah, es ist auch noch teilweise Sumpfgebiet, da leben Sumpfkreaturen. Jetzt wieder Wildnis, ist wieder nicht benannt. Ja. Da merkst du immer, also was Wildnis heißt, merkst du halt, es ist nicht benannt. Ich habe jetzt auch nicht alles entdeckt, was wirklich so benannt ist, weil man manches verpassen, aber ich will mal so ein bisschen was machen. Ja, das heißt auch nicht, ja komm. Ah, Reta Forest, genau, das ist nämlich auch so ein roter Wald übrigens hier so, ne? Diese roten Nadeln, das ist alles Redwood. Was im Original Redwood ist. Jetzt ist nur die Frage, ob wir auch irgendwo so große Bäume haben. Ich glaube, da zählt wirklich nur der Redwood heißt. Es gibt irgendwo einen, der Redwood heißt. Weil ich brauche ja praktisch diese großen Bäume, um das Harz zu kriegen. Na, das ist alles Reta Forest. Aber die sind nicht groß genug, die Bäume hier. Die zählen nicht. Die gehen nicht, soweit ich weiß. Da unten bin ich mir nicht sicher. Das könnte funktionieren. Ich muss gleich mal gucken, wie groß die sind, wenn ich da unten vor so einem Baum stehe. Das könnte gehen. Hidana, genau, das andere war eben Upper Hidana oder was, ne? Ja, und da würde ich sagen, das ist wie Redwood. Da kann ich so einen Harzabzapfer reinballern. Ja, das sind Riesenbäume. Passt schon, das ist okay, das ist sowas. Also hier bei Hidana geht's. Definitiv. Muss ich mir auch demnächst mal besorgen, weil das Harz brauche ich. Um eben absorbierendes Substrat herzustellen. Was haben wir hier? Southwest Tropics, das ist also so ein tropisches Gebiet. Und da unten ist schon die Wüste. Und da ist ein gelber Airdrop, aber den werde ich nicht mehr erwischen. Ich gucke mal in den blauen rein hier. Ja, jetzt heißt es einfach nur Southwest. Okay. Komm. Ja, nimm mal mit. Ist jetzt nicht der Brüller, aber nimm mal mit. Hopp, starten. Weil da unten war der gelbe. Naja, ich sowieso nicht. Ich glaube, hier haben Drachen gelebt. Oder? War das nicht so? Ja, da ist einer. Da ist noch einer. Hier ist Drachenhochburg. Immer noch Southwest. Jetzt heißt Wildnis, die Wüste ist nämlich zum größten Teil oder zu einem guten Teil nicht benannt und auch noch nicht komplett fertiggestellt. Die Karte ist immer noch nicht eigentlich ganz fertig, aber richtig, oh, hoffentlich erwische ich die noch. Eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Also, ich finde die cool. So, was haben wir hier? Ja, nicht der Brüller, aber
Komm, nimm mit. Feldflasche und die können sogar gefüllt sein, wenn ich Glück habe. Oh, ich muss essen. Mir war kalt, als wir da ins Schneegebiet geflogen sind. Jetzt muss ich natürlich auch noch trinken. Genau, das ist nämlich Pfeiffer oder Pfeiffer Plateaus. Weiß ich jetzt nicht, wie das wirklich heißt. Das ist so cool. Oh, da kommt gerade was runter, aber das ist nur ein grüner, oder? Ja, grün ist ja relativ uninteressant. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dieses... Was? Ach ja. Was seid denn ihr überhaupt? Ach ja, das sind so Wüsten. Die sind aber, glaube ich, aggro. Die Viecher. Ja, die sind aggro. Ach, da sind so... Dödikurus, warum sind die jetzt auf Angriffsmodus? Wen wollen die klopfen? Oder wollten die mich klopfen? Nö, die klopfen sich gegenseitig. Also sind es Fleischfresser. Diese Schwanzlurchviecher da. Das ist übrigens, so wie es aussieht, eine Wasserquelle. Kein Öl. Ja, was so aussieht, ist Wasser. Öl hat dann so einen anderen Felsen drin. So einen Sandsteinfelsen, dann ist es eine Ölquelle. Habe ich aber auch schon gesehen. Gibt es hier auch. Ja, diese Sandsteinformationen. Ne? Ich finde es total geil. Sind wir noch Pfeiffer bloß. Ich wollte jetzt noch anderes gucken, ob es hier noch was anderes gibt. Also weiter gucken. Auch wenn es jetzt ziemlich warm wird. Halt. Oh ja. Hier gibt es dann nämlich auch richtig goldene Felsen. Oh ja, geil. Huch. Ach genau, hier unterhalb dieser Wüste gibt es nämlich teilweise auch noch was, dass du unter der Wüste praktisch lang gehst. Ne? Da gibt es dann so richtige, oben ist von beiden Seiten Sandstein und unten drin hast du so ein Canyon. Total geil. Gucken wir mal schnell nach, ob wir da jetzt einen Eingang für finden. Da. Oh, Terrorbird. Ja, nee, hier nicht. Aber irgendwo war das hier. Also du hast praktisch von beiden Seiten zu und unterhalb so ein Canyon. Das ist total cool. Wie ernte ich denn jetzt Kaktussaft? Das wäre mal interessant. So auf jeden Fall nicht. Ah ja. Okay, Stroh und Kaktussaft. Kriege ich da mehr raus mit der Axt? Jetzt habe ich 28 gekriegt. Aha, mit der Axt drauf. Okay. Gut, wieder was gelernt. Und das... ist, glaube ich, Schwefel. Nee. Ist Feuerstein. Ist nicht das, was ich... Sand! Genau, Sand kriegt man raus. Das sind nämlich so Sandstein-Dinger, da kriegt man Sand raus. Sand brauche ich auch noch für irgendwas, aber es ist kein Schwefel. Aber ich hatte auch schon Schwefel hier in der Wüste irgendwo gefunden. Petra, dir geht's gut, ne? Mir nicht so, aber passt schon. Alter, was ist das denn? Soll ich das Viech überhaupt kaputt machen? Das sieht ja viel zu geil aus. Das respawnt ja eh. Da kommt sogar Holz raus. Weil der so verhornt ist, weil das so ein Riesending ist, ne? Da kommt dann sogar Holz raus. Ist das geil. So, weiter. Hier, Kaktussaft. Vergammelt der Kaktussaft? Das müssen wir uns anschauen. Ja, tut er. Sogar ziemlich schnell. Innerhalb von 10 Minuten vergammelt er bei einem Dino weniger schnell. So, innerhalb von 10 Minuten bei mir. Ab, du kriegst das alles. Du hältst das eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde sogar. Weil das brauche ich auch für irgendwas. Es war, glaube ich, für 40 Minuten, wenn es ganz wäre. Das war irgendwie, für was hat man das gebraucht? Treibstoff, Kaktussaft, Schwefel und Öl, glaube ich, sogar auch. Und dann kann man Treibstoff im Flammenwerfer machen. So, weiter. Wir wollen noch ein bisschen was erkunden heute. Forbidden Valley, genau. Und hier im Forbidden Valley habe ich auch schon Öl gefunden. Frag mich jetzt nicht wo. Ja, der war nur grün, der war uninteressant. Ich glaube, die Viecher sind auch relativ aggressiv hier.
Ja, man sieht also, es ist warm hier, ne? Also, definitiv. Luft flimmern. Man sollte schon aufpassen. Ich glaube, die Viecher sind aggro, ein bisschen. Irgendwie so. Oh. Hä, Wolf? Hier? Das war doch kein Wüstenfuchs. Okay, also auf jeden Fall kriegt man aus den Kaktus-Tee dann wirklich Kaktussaft, das passt. Da ist ein. Wo kommt denn das Wasser her? Wie geil ist das denn? Einmal voll machen, bitte, danke. Ja, ich entdecke hier gerade selber noch zu viel, sorry. Ich bin hier schon mal eine kurze Runde geflogen, aber alles Forbidden Valley, aber halt auch nicht so viel. Moment, das ist, glaube ich, ein Schwefelfeld. Entweder ist es ein Schwefelfelsen. Nee, Schwefel kriegt man doch von Drachen, du Idiot. Oh, scheiße. Petra, wir gehen. Komm bitte zu mir. Petra, mach keinen Scheiß. Du schaffst das nicht. Petra, mach keinen Scheiß. Das ist Mist, was der jetzt macht. Stirbt wahrscheinlich jetzt. Ich kann jetzt höchstens versuchen, mich zu cheaten. An ihn ranzugehen, an Petra und dann abzuhauen. Das war schnell. Warum machst du so ein Bullshit? Warum verliere ich jedes Mal einen Peter bei so einer Scheiße? Ich finde es ja auch nicht. Ich finde es immer zu spät, um aufzusteigen. Alter, das wäre ein klassischer Fail, ne? Krieg ich den Stein elementar kaputt, wenn ich jetzt mit drauf hau? Niemals, oder? Tut ihm doch bestimmt nichts. Huch, ach so, ich habe ja Ghost drin. Da war ja was. Wow. Also, wenn du nicht der Hammer bist. Du bist ja der Hammer. Hast du bloß gemacht? Wie hast du das geschafft, ey? Okay, also man kann Steinelementare kaputt kriegen. Das ist ja der Hammer. Hat der irgendwas im Inventar? Nee. Was gibt der mir? Schwefel. Öl. Obsidian. Ach du Scheiße. Und vor allem wie viel? Jetzt bin ich überladen. Wow. Ja? Kristall. Ja. Steininventar. Ach, ich habe das Obsidian mitgenommen, ich Idiot. Deswegen. Wir lassen das fallen. Ja, Stein brauche ich auch nicht. Aber das ist ja cool. Also so ein Steinelementar lohnt sich ja richtig. Wow. Aber ich würde sagen, mit diesen Impressionen
Och, es geht ja ganz gut. Also, der hat sie nicht erwischt. Ist ja cool. Wir hauen ab. Ich würde sagen, mit diesen Impressionen machen wir Tschüss. Ich sage danke fürs Zuschauen. Das war jetzt nicht das, was ich wollte eigentlich. Wow. Lander Peak hier. Das ist auch noch was, genau. Die Donner, irgendwas habe ich auch schon gefunden. Hier ist aber auch nur Wasser. Das ist Öl. Ja? Wenn so schwarze Felsen in der Pfütze sind, dann ist es Öl. Hä? War das gerade ein Baby-Agentavis? Ach, Walcher. Ein Geier. Natürlich, in der Wüste gibt es Geier. Hammerhart, ehrlich. Okay, wir lassen es gut sein. Ist ein langes Video geworden, mit nicht viel passiert eigentlich. Wir haben einen Sturm erlebt, wir haben einen Stein in der Metall erlebt. Ich habe gedacht, ich sterbe, wir haben es geschafft. Gut, also um mich wäre es nicht gegangen. Es geht mir... Alter. Alter. Im nächsten Part erkunden wir dieses Ding. Jetzt sind wir ja wohl absolut in Ägypten oder Babylon gelandet, oder? Wie geil ist denn das? Vielen Dank fürs Zuschauen. Keine Like oder Kommentar. Wir sehen uns. Holla. Nice. Lande mal. Alter, was ist das? Kann ich das hier auch noch kaputt machen? Nee. Doch. Tatsächlich kann man. Das davor kann man kaputt machen. Das sind okay, aber ich bin natürlich überladen. Ja, okay. Krasser Scheiß. Also Steinelementar ist auch was richtig Krasses, ne? Der hat mir sogar Schwefel gegeben. Wenn ich wahrscheinlich mit der Spitzhacke rein wäre, hätte ich mehr Schwefel gekriegt. Wie geil ist denn das? Öl hatte der. Und Kristall. Das Viech ist der Hammer. Also Steinelementare jagen los. Ich glaube, ich weiß, was wir machen, ne? Okay, also wir sehen uns. Gerne Like oder Kommentar. Krasser Scheiß. Ein Tempel gefunden. Cool.